Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Schwangerschaftsupdate. Diesmal das letzte Mal von meinem Weihnachtsbaum, bevor er dann wegkommt. Heute zur 28. Schwangerschaftswoche. Und es hat sich in den letzten Wochen einfach extrem gehäuft, dass wir Fragen bekommen haben. Wisst ihr denn jetzt, was es für ein Geschlecht wird? Wollt ihr es euch nicht sagen lassen? Sagt ihr es, wenn ihr es dann wisst? Wollt ihr jetzt bis zur Geburt warten? Es hat sich einfach so gehäuft. Und es gibt ja dann immer diese Mythen. Zum Beispiel war das erste, was ich gehört habe, oh, das Kind ist sehr aktiv, dann wird es ein Mädchen. Du hast unreine Haut, dann wird es ein Junge. Was war noch? Dann zum Beispiel, der Bauch ist sehr groß, oh, das wird ein Mädchen. Dann hat man ja dieses, wenn man eine Frau von hinten ansieht, also nur den Rücken, und nicht sieht, dass sie schwanger ist, dann ist es ja auch ein Junge. Denn nur wenn Frauen dann auch so seitlich über die Ufer treten, wird es wohl ein Mädchen. Demnach müsste ich also einen Jungen und ein Mädchen bekommen. Also ich gebe überhaupt nichts auf diese Mythen. Aber ich wollte nochmal auf diese Geschlechterfrage eingehen. Wer jetzt meine Videos schon eine längere Zeit schaut, der weiß, warum es so ist, wie es ist. Denn ich habe nur diese drei großen Ultraschalls, die ja vorgesehen sind und ich mache auch nicht mehr. Und bei dem Organscreening beim letzten Mal hat die Frauenärztin angeblich halt nichts gesehen und deswegen wissen wir es einfach nicht. Ich habe keine Feindiagnostik machen lassen, ich habe keinen 3D-Ultraschall machen lassen. Fertig, aus, Ende. Und ich bin im Moment auch so an diesem Punkt angekommen, wo es mir auch wirklich, also egal ist es mir sowieso, es ist mir egal, ob es ein Mädchen wird oder ein Junge wird, aber es wäre mir jetzt auch egal, wenn sie mir bei meinem letzten Ultraschall auch nicht sagen könnte, was für ein Geschlecht es ist, dann warten wir halt noch die 2 Monate dann, bis es zur Welt kommt. Das ist dann auch irgendwie wieder eine ganz andere, spannende Art. Das hatten wir bei Vince halt gar nicht. Bei Vince wussten wir relativ zeitig, dass er ein Junge wird. Ich hatte es erstens im Gefühl und zweitens haben wir es dann auch bestätigt bekommen und ja auch gesehen. Und das wäre halt wieder mal was komplett Neues. Also ich glaube nicht, dass ich es könnte. Wenn ich wüsste, die Frauenärztin hat es gesehen, dann würde ich es schon auch wissen. Aber wenn sich es jetzt halt nicht ergibt, dann ist es so und dann ist es doch eine ganz spannende Reise. Also wenn es ein Mädchen wird, wissen wir den Namen. Wenn es ein Junge wird, wissen wir den Namen schon ewig. Und deswegen sind wir da völlig relaxed eigentlich. Was die Klamotten anbelangt und auch die Kinderzimmereinrichtung, bin ich ja sowieso eher so eingestellt, dass ich es nicht mag, wenn alles rosa oder alles blau ist. Ich finde das ganz, ganz schrecklich, wenn man in die Läden geht und Babyklamotten kaufen will. Du bekommst entweder hellblau oder rosa. Es ist ganz, ganz schwer, neutrale Farben zu finden. Halt für Frauen wie ich, die jetzt in dem Fall nicht wissen, welches Geschlecht das Kind hat, ist es wirklich schwierig, Sachen zu kaufen. Und dann mag ich es auch einfach nicht, dieses von vornherein in Schubladen schieben. Ein Mädchen bekommt rosa an und ein Junge bekommt blau an. Das ist für mich Schubladendenken, das mag ich überhaupt gar nicht. Ich habe ja dann schon immer, also das mache ich ja immer noch, dass ich bei Vince zum Beispiel versuche, dass er viel grün trägt, rot, solche Sachen, dass ich nicht so in diese blaue Schiene fahre, was ganz, 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 ganz schwer ist in seinem Alter jetzt noch, Sachen zu finden, die halt eine andere Farbe als blau haben oder braun und grau und so. Und auch bei einem Mädchen, das möchte ich dann nicht komplett in rosa, lila Tütü kleiden. Und deswegen bin ich sowieso versucht, neutrale Farben zu finden, also gelb, grün, beige. Und das ist mega, mega schwierig und das nervt mich auch richtig an, muss ich sagen. Ich frage mich auch, warum so produziert wird. Jetzt ist es halt so, das, was ich kaufe, kaufe ich neutral. Wenn ich wissen sollte, dass es doch ein Mädchen wird, würde ich auch noch das ein oder andere rosane Teil kaufen. Einfach, weil es auch mal schön ist, wenn man jetzt 2,5 Jahre Jungsklamotten gekauft hat, mal was Typisches für ein Mädchen zu kaufen. Ansonsten wissen wir es dann halt erst im März und werden dann die Geschenke für die Geburt werden dann halt entsprechend für einen Jungen oder ein Mädchen dann auch aussehen. Wenn es ein Junge wird, habe ich ja einen Haufen Jungklamotten da. Also ich bin da völlig entspannt, muss ich sagen. Mir ist es egal. Also wenn ihr das Video jetzt seht, in einer Stunde habe ich meinen Frauenarzttermin, also ich lade, das Video kommt ja immer um 11 online, um 12 habe ich meinen Frauenarzttermin mit dem letzten großen Ultraschall. Also wenn, ja, dann entweder erfahre ich es da oder ich erfahre es nicht. Ich bin da jetzt völlig gechillt. Es wäre schön, wenn ich es erfahre,
einfach um es zu wissen, um dem Baby mal ein Geschlecht zu geben, weil es ist ganz schwierig, über das Kind zu sprechen. Also man redet halt immer von es und das Kind und das Baby. Manchmal rutscht mir aber raus, dass ich er sage. Oder Freunde, wenn wir uns so unterhalten, dass sie sagen. Das ist einfach schöner, wenn man in dem Ganzen ein Geschlecht geben kann, als es so neutral zu halten. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Und die Fragerei der Leute. Es ist ja nicht böse gemeint, ich verstehe das. Aber es mehrt sich einfach, dass wirklich jeden, den wir treffen, der fragt uns halt, ob wir wissen, was es ist. Und wenn man dann sagt, nein, ach, wollt ihr es euch nicht sagen lassen? Ja, doch, wollen wir gern. Wir sind nicht so, weiß ich nicht, ich verstehe die Leute nicht, die da von vornherein eigentlich sagen, nein, ich möchte es nicht wissen. Obwohl ich da auch wieder die Vorsicht verstehen kann, ist ja nun auch schon oft passiert, dass Frauen mit dem Gedanken ins Krankenhaus gefahren sind, ich bringe jetzt gleich einen Jungen zur Welt und am Ende war es ein Mädchen oder genau umgedreht. Das kann ich mir zum Beispiel so gar nicht vorstellen. Du hast in Gedanken, das ist jetzt ein Junge in deinem Bauch und du bekommst jetzt einen Jungen und der hat den Namen und ich habe blaue Sachen gekauft und paar Stunden später ist es halt ein Mädchen. Also da die Gefühle möchte ich nicht erleben müssen, ehrlich gesagt. Also dann weiß ich es lieber nicht und lass mich total überrascht. Das ist doch bestimmt auch toll, ne? Dann halt bei der Geburt, man ist so, ja, in noch freudigerer Erwartung. Und ja, das finde ich halt auch total aufregend eigentlich. Deswegen, ja, es wäre schön, wenn wir es erfahren jetzt gleich. Und wenn nicht, dann ist es ein sehr, sehr spannendes Abenteuer. Aber es ist so dominant in der Gesellschaft, diese Geschlechterfrage. Also, dass jeder um dich herum wissen möchte, was für ein Geschlecht ist, dass das immer die primäre Frage ist, die einer Schwangeren gestellt wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Dabei sollte die primäre Frage sein, ob es der Frau gut geht und dem Kind gut geht. Unsere Antwort wurde dann auch immer, wenn wir gefragt wurden, ob wir wissen, was es ist, haben wir gesagt, ja, es wird ein Mensch, ein gesunder Mensch und alles andere ist völlig egal. Das sollten die Leute dann auch mal so ein bisschen für sich verinnerlichen und halt einfach diese minimalistische Auswahl, was Farben in Kinderkleidung anbelangt. Das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Thema. Das hat mich bei Vince schon so aufgeregt und jetzt noch mehr. Bei Vince wusste ich einfach von Anfang an, er wird ein Junge. Da fiel es natürlich einfacher, dann auch Sachen zu kaufen. Jetzt, wenn man halt auf neutrale Sachen angewiesen ist, bin ich froh, dass ich schon viel habe, weil viel bekommt man auch einfach nicht zu kaufen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig und man will ja dann nicht nur auf weiß gehen oder so. Was ich bei Babys, also bei Babys geht es vielleicht noch, obwohl auch Milch hässliche Flecken auf weißer Kleidung hinterlassen kann. Noch schlimmer wird es dann in dem Zeitraum, wo es mit dem ersten Brei losgeht. Da habe ich mir viele, viele Klamotten bei Vince versaut. Auch wenn man Lätzchen trägt und so, aber da passiert dann so, so viel. Auch jetzt noch. Also ich ziehe ihm im Sommer natürlich sehr, sehr gerne weiße Sachen an und das sieht ja natürlich auch toll aus. Aber eine Freundin hat mir zum Beispiel mal so nebenbei einen Tipp gegeben, die fotografiert sich immer den Essenplan im Kindergarten ab. Und immer dann, wenn es irgendwie Tomatensoße oder Bratensoße gibt, wird dem Kind halt was Dunkles angezogen. Und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Aber ich schweife ab. Ich wollte eigentlich auf diese Frage eingehen. Ja, nochmal ein offizielles Statement abgeben. Nein, wir wissen nicht, was es für ein Geschlecht wird. Es ist uns völlig egal, was es wird. Wir freuen uns über einen Jungen genauso sehr wie über ein Mädchen. Unsere Kinderplanung ist ja sowieso noch nicht abgeschlossen. Also, selbst wenn ich am Ende mit vier Jungs dastehe, also plus Manu, also mit fünf Jungs, wäre es mir auch völlig egal. Hauptsache, meine Kinder sind gesund, meine Kinder sind glücklich. Und das ist alles, was zählt. Es ist auch gut zu wissen, dass wir für beide Optionen halt einen Namen im Hinterkopf haben. Und ich gehe da völlig gespannt, entspannt zu meinem Frauenarzttermin heute. Ich werde sie danach fragen. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ja, dann erfahrt ihr es auch relativ schnell. Da will ich, also ich habe schon eine Idee, wie ich das dann öffentlich machen möchte, was es denn dann für ein Geschlecht ist. Und ansonsten müsst ihr euch halt genauso sehr wie wir gedulden bis Ende März. Und dann erfahren wir es alle. Und anhand des Namens, ja, lässt sich das Geschlecht sehr einfach auch bestimmen. Und wir werden einfach sehen, ob wir noch einen Sohn bekommen oder ob wir noch eine Tochter bekommen. Hauptsache, das Kind ist gesund. Und Leute, nervt schwangere Frauen nicht so sehr mit der Frage, was wird es denn? Es wird ein Mensch, ein gesunder Mensch. Alles andere sollte immer völlig egal sein. Und liebe Industrie, bitte produziert doch auch mal gelbe und grüne Sachen für Babys und nicht nur hellblau und hellrosa. Ich hasse dieses Schubladendenken. Amen. So. Das war also mein Video zur 28. Schwangerschaftswoche. Ein Thema,
was mich sehr beschäftigt hat die letzten Wochen, weil es mich so ein kleines bisschen genervt hat. Nächste Woche beim Update zur 29. Schwangerschaftswoche erfahrt ihr dann, wie mein Frauenarzttermin war, wie der letzte Ultraschall war, wie es dem Baby geht. Vielleicht erfahrt ihr auch, was es für ein Geschlecht hat. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Thema. Nervt euch das auch, wenn ihr schwanger seid? Seid ihr vielleicht jemand, der sich nicht sagen lassen will, was es für ein Geschlecht ist? Dann würde mich das auch sehr interessieren, wie so die Beweggründe sind, warum man das nicht macht. Weil ich kenne niemanden, der sich es nicht hat sagen lassen, aber mich würde interessieren, warum man diesen Weg geht. Und ja, ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!